Ja, ne, hier sieht man, da läuft man lang. Und da gibt es diese Snacks und Zahnbürsten und so, die man dann da zahlen kann. Hallo, hier ist wieder eure etwas runtergeratzte Gartenfee Maja. In diesem Video möchte ich euch das Courtyard bei Marriott Hotel in Bremen zeigen, denn ich bin da gerade aktuell mit meinem Bruder. Ich muss sagen, irgendwie mag ich das Hotel nicht und deswegen zeige ich euch das mal. Also so ein Zimmer hier, das ist angeblich ein 4-Sterne-Hotel. Und so ein Zimmer hier ist wirklich teuer. Ich weiß nicht genau, ich glaube, für eine Nacht zahlt man hier, lass mich nicht lügen, 130 Euro oder so, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, ich dachte, ich zeige euch dieses Zimmer mal. Also man kommt hier rein, da steckt man so eine Stromkarte rein. Das heißt, wenn man die rauszieht, geht das Licht aus. Dann kann man die reinstecken. Eigentlich hatten wir so eine extra Stromkarte da drin, aber die Putzfrau hat die irgendwie mitgenommen. Ich weiß nicht, seitdem ist die weg. Dann ist man hier im Badezimmer. Irgendwie finde ich, muss ich sagen, also ganz persönlich, das ist so ein großer Raum, aber der wird überhaupt nicht gut genutzt. Da ist zum Beispiel gar nichts. Das ist alles hier so gequetscht in einer Ecke. Und hier ist nichts. So. Und na, hier hat man halt das Klo, eine Klopapierrolle, also ich meinte einen Mülleimer. Hier ist das Klo. So, den Föhn finde ich auch nicht gut. Das ist ein wirklich sehr schwacher Föhn. Der föhnt nicht gut. Warte. Ach nee, ich muss erst hier auf andrücken. So. Oh doch. Naja, so halb. Ich habe wohl, da gibt es wohl zwei Stufen, aber der föhnt immer noch nicht so gut. Ich habe immer so einen kleinen Reiseföhn dabei, der föhnt besser jedenfalls als der Föhn. Hier ist das Waschbecken. Die erste Sache, die mir negativ oder die meinem Bruder negativ aufgefallen ist, das kann ich euch jetzt hier natürlich nicht mehr zeigen, aber jetzt haben die Klopapierrolle ausgetauscht, weil die haben uns eine halbleere Klopapierrolle da gelassen. Aber naja, eine Sache, die ich aber wirklich tatsächlich ein bisschen blöd fand, war die Menge, das halt ganz schön, ne? War die Menge an Handtüchern, aber gut, man kann sich damit ja irgendwie arrangieren. Man muss halt sagen, ich brauche halt mindestens immer zwei Handtücher. Also ich brauche ein Handtuch, ich glaube, Frauen können das verstehen, nach dem Duschen brauche ich ein Handtuch für meine Haare und ein Handtuch für meinen Körper. Und dann braucht man ja eigentlich, finde ich, noch so ein Handtuch, um sich so die Hände abzutrocknen. Aber das gab es halt in dem Sinne nicht. Naja, ist ja auch egal, jedenfalls. Das ist das Badezimmer. Dann hat man hier so die Dusche. Ja, oder Badewanne, wie auch immer. Aber ja, was ich halt, also was ich blöd finde, ist halt wirklich dieser Platz, den man nicht richtig nutzen kann. Zum Beispiel hat man hier so ein Dings, hier ist, um Handtücher quasi hinzuhängen. Aber ich kenne mich, ich stehe dann hier in der Dusche, in Anführungszeichen, und ne, dusche mich so ab und alles, was dann hier liegt oder hier ist, wird dann zwangsläufig nass. Das heißt, ein Handtuch kann ich jetzt nicht hier hinhängen. Wir haben einen Handtuchhaken, der ist dann hier, aber der reicht halt genau für ein Handtuch, wo ich mich halt frage, das halt auch so, das hört man ja total. Aber hier so ein Foto, Bremerhaven, Bremen von einem Schiff. Da steht da Kolumbus. Ja, ich finde es halt irgendwie blöd, weil du hast dann so ein großes Badezimmer, das irgendwie nicht komplett genutzt wird und das halt dann auch so. Das heißt, jedes einzelne wird halt doppelt, dreifach verstärkt, wenn man hier mit wem anders ist. So, das ist Badezimmer. Ja, das ist ein Spiegel. Sehr nett. Oh, da ist endlich die Temperaturanzeige. Hier ist es nämlich so warm. Kann man das runter machen? Set Temperature. Ich mal runter auf 19. Da. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil es war so, ne? Es war so warm nachts. Hätte ich das mal. War jetzt 21, 20, 19, 18, 19. Ich weiß auch nicht so genau. Alles sehr komplex. Naja. Und dann hat man hier den Fernseher.
Das ist okay, aber ich habe den Fernseher ein bisschen nach so gedreht. Dann hier schlafe ich. Wenn ich hier so liege, dann ist der Fernseher nicht so gut an meiner Position. Naja, jedenfalls, was mich halt richtig stört, ist das hier. Dir wird dann so eine Wasserflasche hingestellt mit so einem Preisschild für 4,20 €. 4,20 € für eine Wasserflasche. Ist da was drin? Nee, so ein bisschen Müll, aber ansonsten ist da nichts drin. Weil ich mir so denke, dann denkt man, oh, Wasser, wir haben hier unser eigenes Wasser, aber man will es ja dann gar nicht trinken, weil man dafür zahlen muss. Immerhin, im Mini-Kühlschrank ist nichts. Also doch, da ist jetzt Essen von meinem Bruder drin, aber ansonsten ist im Mini-Kühlschrank hier nichts drin. Weil oft ist es ja auch so, die haben dann solche Mini-Kühlschränke mit Kram drin und die verleiten einen dann dazu, ja, Zeug zu kaufen. Hier hat man mehr Fotos von Schiffen. Und in den Schubladen habe ich noch gar nicht reingeguckt. Da ist, was ist das? Also so ein Umschlag. So ein für Briefe und so, ne? So. Was da drin? Nix. Und was da drin? Auch nix. Ja. Dann hatten wir hier einen Tisch. Ne? So ein. Und eine Steckdose. Und die andere Steckdose habe ich hier unten gefunden. Und wir haben den einen Tisch, der stand hier in der Ecke, jetzt dahingestellt, dass mein Bruder halt seinen eigenen Tisch hat. Ja, und dann gibt es hier noch den Kleiderschrank. Ja, so ein Bügeleisen, ich weiß nicht, braucht man jetzt nicht unbedingt alles, aber ja, ein Kleiderschrank mit ein paar Sachen und einem Safe. So, und ja, das war's eigentlich. Und das ist halt so dieses Zimmer. Und dann hat man hier natürlich, da so eine Leselampe. Die habe ich benutzt, um meine Hose dran aufzuhängen. Ja, die Putzfrauen habe ich bestimmt auch gedacht, was ist das da? ja, da Fenster kann man aufmachen. Und wenn man es ganz aufmachen will, muss man anfragen. Ja, und das ist das Hotelzimmer. Also ich will mich ja nicht beklagen, vor allem nicht bei den deutschen Standards, ne? Also ich meine, hier ist alles, was man braucht. Ein Klo, ein Waschbecken, eine Dusche, ein Fernseher und ein Bett und Fenster und so. Aber was halt mich ein bisschen stört, hier ist wirklich, dass es so teuer ist. Ich verstehe halt nicht, warum das so unglaublich teuer ist. Also ich wäre jetzt nicht freiwillig in so ein Hotel gegangen, sondern das liegt daran, dass hier quasi so ein Familienausflug ist. Aber ich verstehe nicht, warum so ein Zimmer normalerweise so viel kostet, weil da jetzt wirklich nicht so die krassen Sachen sind. Und normalerweise hat man auch oft bei den Hotelzimmern, klar, Umwelt und überhaupt, bla bla, aber normalerweise hat man da auch meistens eine gratis Zahnbürste und so. Und das ist hier halt alles gar nicht so, sondern, das zeige ich euch jetzt nicht, aber das kann ich euch erzählen. Man geht hier dann die Treppe runter in die Lobby und links, wenn man dann die Treppe runterläuft, links sieht man so ein, wie so ein Mini-Mini-Mini-Kiosk, bei dem Zahnbürsten verkauft werden und so Süßigkeiten wie an der Tankstelle für einen wirklich sehr teuren Preis. Und das finde ich wirklich arschig, weil dann bist du zum Beispiel mit einem Kind hier oder du selbst denkst dann, ah ja, jetzt noch so ein paar M&Ms oder so, obwohl du überhaupt gar nicht Lust darauf hattest. Aber dann siehst du dieses Regal da so und denkst dir so, ah, das hätte ich schon gerne. Also ich verstehe nicht ganz, man zahlt für dieses Hotel so viel. Hier ist jetzt auch nichts Krasses dabei. Also da ist so ein Fitnessraum, den haben wir uns auch angeguckt. Der war jetzt aber auch nicht so super. Aber jedenfalls, ich verstehe halt nicht, hier ist jetzt nichts Krasses dabei. Und die versuchen noch einem bei jeder Gelegenheit so das Geld aus der Tasche zu ziehen. Zum Beispiel mit dieser Wasserflasche, die ich euch da gezeigt habe. Oder der Parkplatz, bei dem wir nicht parken, der kostet am Tag 19 €. Wo ich mir halt echt so denke, ja, und dann gibt es jetzt auch nicht mal so, nur so Gratisgetränke oder so irgendwie, sondern hier kostet halt alles extra, halt auch das Frühstück da nochmal zusätzlich. Gut, das war ganz okay, muss ich sagen, das Frühstück. Also fand ich jetzt nicht. Die haben die Schalen so ein bisschen komisch angeordnet. Da war dann zum Beispiel hier eine Schale und hinten dran eine. Und dann musste ich so rübergreifen, um dann das Zeug von da hinten zu holen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Eier sind und da sind Tomaten, fallen mir vielleicht die Tomaten in die Eier oder meine Bändchen sind dann am Ende in den Eiern drin oder so. Also ist jetzt vielleicht nicht so super. Jedenfalls, ja, ich verstehe halt nicht. Also ich beschwere mich nicht darüber quasi, ich bin in so einem teuren Hotel und dann hat man die und die Mängel. Ich verstehe nur nicht, warum so etwas so teuer ist. Und dann zusätzlich versucht wird den Leuten so das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil es gibt Leute, die haben
eine höhere, wie sagt man das denn, eine höhere Kontrolle über sich selbst. Die sagen dann, nee, ich kaufe mir jetzt hier nichts, ich gehe dann irgendwie zum Laden oder ich lasse es ganz bleiben. Aber es gibt auch Leute, die haben eine niedrigere Kontrolle über sich selbst und die fangen dann an, so ein Zeug zu kaufen. Oder du musst wirklich mal spontan von zu Hause fliehen, kannst dein Zeug nicht mitnehmen und hast dann hier in diesem Hotel keine Gratiszahnbürste oder so, sondern musst dir dann noch unten eine in diesem dubiosen Mini-Kiosk kaufen für irgendwie ja 4,50 €, die normalerweise, was kostet die, 1 € oder so. Also das sind so Sachen, wo ich mir so denke, das finde ich irgendwie nicht cool. Ich finde, man sollte den Platz besser nutzen und ich finde, man sollte nicht so auf das Design achten, sondern eher auf so diese Handlichkeit, so wie zum Beispiel, was ich hier ja gezeigt hatte. Man hat hier so einen Ablagetisch, einen gemeinsamen, und dann steht hier da in der Ecke so ein Tisch, aber den könnte man doch auch da hinstellen. Oder warum ist die eine Steckdose da unten und die andere ist da unten drunter? Manche Leute sind ja auch so alt oder so, die können sich dann auch nicht mehr bücken. Ja, und die eine Steckdose ist dann da drunter, wo ich quasi gar nicht hinkomme. Also das sind so Sachen, die verstehe ich nicht so ganz. Oder auch hier, ich habe meine Handtücher halt hier über diesen Stuhl gehängt. Und warum? Weil im Badezimmer, wie man es gesehen hat, nicht wirklich Handtuchhalter sind, bei denen nicht die Gefahr besteht, dass sie beim Duschen nass werden. Ja, naja. Also die haben so ein großes Schiff irgendwo und sieht da alles auch ganz nett aus soweit. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum das so teuer ist, wenn ich ehrlich bin. Also das erschließt sich mir nicht. Und die Kissen sind so komisch. Das kann ich euch auch mal noch zeigen. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Bett schlafen soll. Weil die Kissen so komisch angeordnet sind. Wie will ich denn? Will ich so liegen? Oder will ich so liegen? Ich habe die dann letzte Nacht, das ist jetzt Maya Superhack, aber so richtig gut habe ich auch nicht geschlafen. Ich habe die nämlich dann so angeordnet. So, als hätte ich ein großes Kissen. So, zack, zack. So ungefähr. Also nicht ganz so. Und das habe ich dann irgendwie ja so genommen und dann halt meine Katze noch. So, so habe ich dann geschlafen. Aus diesen Kissen hier habe ich das da gemacht. Ja, also wie gesagt, erschließt sich mir nicht alles unbedingt so sehr. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist wichtiger, dass es schön aussieht, als dass es halt tatsächlich auch eine Funktionalität hat. Aber keine Ahnung. Ich dachte, ich zeige euch dieses Hotelzimmer mal so irgendwie. Ja, und das war's dann auch schon mit diesem Video. Also wie gesagt, bitte nicht mich falsch verstehen im Sinne von, ne, man kann hier ja schlafen und überhaupt und so und ist ja alles super. Aber mir geht's wirklich darum, ich habe ganz oft das Gefühl, dass den Leuten versucht wird, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das finde ich nicht gut, wenn man den Leuten versucht, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber ich mir halt auch so denke, was kostet denn eine Flasche Leitungswasser oder so, die kann man doch da hinstellen, ohne noch ein Preisschild dran zu machen, 4,20 €. Also, das meiste ist meine Hose, die da hängt. Also, manche Sachen verstehe ich echt nicht so. Naja, das war's von mir. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu diesem Hotel bzw. Hotelzimmer zu sagen hatte. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.